Hallo, servus, grüßt euch. Hört ihr mich? Ja. Sehr ungewohntes Gesprächgerät, schaut ein bisschen komisch aus. Aber ich werde mich dran gewöhnen. Okay, gehe ich noch näher ran? Okay, noch näher ran. Ist so besser? Ja. Ich höre mich selber kaum. Also. Ja, was soll ich da sagen? So kurz vor Weihnachten, wir leben wirklich in einer sehr seltsamen Welt. Aber in einer echt kranken Welt. Die Frage ist, wer sie krank gemacht hat. Waren es die Tiere oder die Pflanzen? Wir glauben immer, wir sind die Krone der Schöpfung. Ich glaube, wir sind ein Betriebsunfall der Schöpfung. Ich glaube, wenn es einen lieben Gott gibt, oder dieser liebe Gott vielleicht einfach nur Mutter Natur heißt, er würde diesen Fehler nicht nochmal machen. Aber wahrscheinlich gilt auch für ihn, Leben ist wie Zeichnen ohne Radiergummi. Und da kann man einfach mal nicht mehr einfach alles wieder rückgängig machen. Jetzt sind wir einfach nun mal da und wir müssen schauen, dass wir so schnell wie möglich aufhören, an dem Ast zu sägen, auf dem wir alle gemeinsam sitzen. Wenn wir damit nicht aufhören, dann werden wir eines Tages alle gemeinsam an die Wand fahren. Ich glaube, das ist jedem, der hier ist, klar. Aber leider sind wir nicht sehr viele. Ich habe gestern mitbekommen, dass offenbar ein Großangriff auf die Stadt Donetsk geplant ist. Also die ukrainische Regierung hat also diese Friedenspause, die sie selber inszeniert hat, genutzt, um mehrere Herkulesmaschinen einfliegen zu lassen. Also deutsche schwere Transportmaschinen, die Waffen und Material bringen und damit geplant ist, zu Weihnachten einen Großangriff auf Donetsk zu starten. Die Welt ist wirklich extrem krank. Wir leben in einer Welt, in der man uns im Prinzip jedes Mal Lügen erzählt. Ich habe ja nur ein paar Stichworte aufgeschrieben, ganz kurz. Und mittlerweile kann man eigentlich hergehen und sagen, dass fast alles, was wir lesen und hören, im Prinzip wir umdrehen müssen, um die Wahrheit zu erfahren. Ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg wird als humanitäre Aktion bezeichnet. Besatzungstruppen heißen Friedenstruppen. Ein Mensch, der sich Gedanken macht und plausible Theorien versucht nachzuvollziehen, heißt Verschwörungstheoretiker. Was fällt mir da noch ein? Waffenindustrie. Das passt schon, so schwer ist das nicht. Die Waffenindustrie nennen wir heutzutage Sicherheitsindustrie und Kriegsministerien, nichts anderes sind es, heißen bei uns Verteidigungsministerien. Und so geht es eigentlich weiter bis ins letzte Detail. Und dann muss man sich vorstellen, dass es Verbrecher gibt, Kriegsverbrecher, die nichts anderes tun als illegale Drogen, Drohnenkriege, alles mit DRO weltweit zu starten und dafür sogar schon präventiv den Friedensnobelpreis bekommen. Kriminelle Schwerverbrecher und Wirtschaftskriminelle wie Michail Khodorkovsky werden wirklich hofiert vom Westen. Er hat, glaube ich, gestern oder vorgestern ein Interview bei der Neuen Zürcher Zeitung gegeben, in der er sich wünscht, dass doch möglichst bald ein, auch wenn es wahrscheinlich sehr blutig sein wird, Umsturz in Russland stattfindet und das Regime Putin weggefegt wird. Und er hat natürlich auch gleich in Aussicht gestellt, dass er bereit wäre, die Nachfolge anzutreten. Das überrascht mich nicht, Herr Khodorkovsky. Wir haben eine Frau Newland. Ich habe mir heute endlich die Zeit genommen, ihre Rede vor der Atlantikbrücke vom Oktober anzuhören. Also ihr werdet, das müsst ihr euch anhören, das ist wirklich der absolute Hammer. Ich übersetze sinngemäß, sie sprach davon, also einfach Berlin, Newland, ich glaube Oktober war das, sprach davon, wir als NATO-Familie müssen bereit sein, unser Rüstungspotenzial voll auszuschöpfen und auch gegebenenfalls einzusetzen. Wir leben in einer Zeit mit Atomwaffen, Freunde. Ja. Und sie bezeichnet uns als NATO-Familie. Ich bin mit Sicherheit kein Mitglied dieser Familie. Und das Einzige, was wir alle tun sollten, ist, sich so schnell wie möglich von der NATO zu verabschieden. Und Österreich ist zwar nicht offiziell NATO-Mitglied, aber nichts anderes als Speichellecker und Steigbügelhalter der NATO. Weil sonst hätte es nicht zugelassen, dass die NATO über Österreich fliegen darf und dass Panzer nach Ungarn transportiert werden im Mai noch dieses Jahres. Also, sehr weit vom NATO-Beitritt seid ihr auch nicht. Wir werden verkauft an die NATO. Genau so ist es. Leider, das muss man einfach so sagen. Da haben wir noch aufgeschrieben, einen weiteren Helden unserer heutigen Zeit, Anders Fogh Rasmussen. Er ist zwar nicht mehr aktiv im Dienst, aber ich möchte ihn trotzdem erwähnen, weil er einer der größten Kriegshetzer war in der Ukraine. Er war der damalige und bis zum September dieses Jahres aktive NATO-Generalsekretär. Er war früher einmal Ministerpräsident von Dänemark. Und als ein solcher
war er so rechts, ja, ich bin jetzt, also wie gesagt, auch nicht mehr politisch, nicht mehr in diesem Spektrum rechts oder links oder Mitte, sondern außerhalb von diesem Farbenspiel, aber im alten Spektrum war er definitiv stark rechts. Er hat sogar Maßnahmen getroffen, um Hochzeiten zwischen Immigranten zu verhindern, damit sie sich sozusagen in Dänemark nicht weiter verbreiten. Die Gesetze gegen Ausländer in Dänemark gelten als die schärfsten der EU. Dieser Mensch hat übrigens weiterhin dazu beigetragen, dass Dänemark Teil des illegalen Angriffskrieges gegen den Irak war. Und er begründete seine Maßnahme vor dem NATO-Council mit der Aussage, wir wissen, wir glauben nicht, dass der Irak Massenvernichtungswaffen hat, sondern wir wissen es. Und was wird ein solcher Mann nach Ende seiner aktiven Dienstzeit im Jahre 2009, im Übrigen war er schon weit vorher, ich glaube in den 90er Jahren, einmal verurteilt wegen schwerer Veruntreuung in Dänemark, musste zurücktreten, aber kam komischerweise wieder zurück, ähnlich wie Herr Schäuble in Deutschland. Ein solcher Mann wird zum NATO-Generalsekretär. Ist das eigentlich eine prima Geschichte? Eine tolle Karrieregeschichte, ähnlich wie die von Lyman M. Lemnitzer, der in den 60er Jahren den Plan Operation Northwoods entwickelt hat. Ich habe ihn schon ein paar Mal angesprochen, aber das ist nach wie vor ein Thema, das einfach nicht angesprochen wird. Ja, das geht in den Geschichtsbüchern, es ist offiziell belegt, man kann sich offiziell googeln, anschauen, vom Staatsarchiv der USA runterladen, von der Washington State Universität, und zwar als Declassified, ein Dokument, das ich glaube auf 15 Seiten beschreibt, wie die USA mit einer Terrorwelle zu überziehen sind, wie man anschließend fürs Finale hätte gewesen sein sollen, ein Abschuss einer Maschine mit Studenten, die unterwegs waren in Urlaub nach Jamaika. Das Ganze hätte man anschließend Castro in die Schuhe geschoben und man hätte einen Kriegsgrund gehabt, um gegen Kuba vorzugehen. Und dieser Mann wird, was anderes, NATO-Generalsekretär. Was ist das für eine Organisation, in der die Leute nicht gewählt werden, die uns aufgesetzt wurde, über die kein Land jemals entschieden hat, ob sie das überhaupt will? Es gibt nur eines, was man mit einer solchen Organisation machen kann, die sich ausbreitet wie ein Krebsgeschwür über ganz Osteuropa. Das Ding hätte niemals existieren dürfen. Und spätestens 1991 im Mai nach der Auflösung des Warschauer Paktes hätte man es begraben müssen, genauso wie den Warschauer Pakt. Und dann leben wir weiterhin in einer Welt, in der Helden, und als solcher bezeichne ich ihn auch, wenn dieser Begriff sehr metaphorisch wirkt und fast schon kitschig, wie Edward Snowden. Ja. Helden, die sich in einer diesen Welt verstecken müssen beim angeblichen Feindstaat, weil sie nämlich in einem freien Land nicht herumlaufen dürfen. Das muss man sich mal vorstellen. Er hätte nicht einmal die Sicherheit, dass man ihn hier in Österreich nicht sofort gefangen nimmt und an die USA überführt. Und was dann dort mit ihm passieren kann, das wissen wir gut, auch gut von Bradley Manning. Also es ist wirklich eine verrückte Welt. Ja, und dann komme ich zu einem weiteren Menschen, der verteufelt wird wie sonst kaum wer, nämlich Wladimir Putin. Als Wladimir Putin am 01.01. im Jahr 2000 sein Amt betrat, war man noch guter Dinge, weil er wurde von denselben Oligarchen eingesetzt, die vorher Jelzin an der Macht hielten. Jelzin, der von seinem ganzen Geschehen in Wirklichkeit kaum noch was mitbekam, trat überraschend am 31.12.1999 zurück. In den Jahren, in denen er regiert hat, in den 90er Jahren, hat er Russland bis an den Rand nach unten gewirtschaftet, beziehungsweise er hat einfach gar nichts gemacht, sondern es erlaubt, dass korrupte Oligarchen das Land ausgenommen haben wie eine Weihnachtsgans und die Rohstoffe ins Ausland geliefert haben, ohne dass Russland was davon hatte. Das Bruttosozialprodukt fiel in den 90er Jahren von 1991 bis 1999 von $561 Milliarden auf $196 Milliarden. Das Land war vor dem absoluten Bankrott. Das Durchschnittseinkommen eines Russen betrug im Jahr 1999 $79. Wir haben nun ein Problem damit, dass es den Russen besser geht. Und ich kenne Herrn Putin nicht persönlich, aber ich habe alle seine Reden gelesen seit 2000. Und die letzte großartige Rede, die ich jetzt gehört habe, war die zur Lage der Nation und die davor am Waldei-Forum. Und es lohnt sich, die Reden anzuhören, weil wenn ich eines Tages in meinem Leben einen westlichen Politiker so hören würde wie Putin, dann wäre ich echt beruhigt. Echt beruhigt. Weil da ist nämlich kein Wort der Aggression wie bei Victoria Nuland. Höre ich nicht. Also dass die Rede am Waldei-Forum wirklich sehenswert. Und was ich auch beurteilen kann, sind die Zahlen. Und die Zahlen stammen von der Weltbank, also eine laut unseren Vorstellungen sehr seriösen Quelle. Und das Bruttosozialprodukt Russland, Entschuldigung, das Bruttoinlandsprodukt Russlands betrug im Jahre 2013 $2.136 Milliarden.
und damit war es die sechstgrößte Weltwirtschaft. Das durchschnittliche Einkommen eines russischen Lohnempfängers lag im Jahre 2013 bei 950 Dollar. Ja, aber wo kommen dann die ganzen zerlumpten alten Leute hier in Moskau? Es gibt nach wie vor sehr viele Ungerechtigkeiten in Russland. Ja. Aber die 90er Jahre waren so, ein Freund von mir wohnt seit 6 Jahren in Nizhny Novgorod. Das ganze Tschetschenien, ich meine, das kann man nicht so schwarz vielleicht. Natürlich nicht. Aber wir leben auch in der Welt, in der, auch wenn Terrorangriffe passieren, in unserer Welt wäre es ein Terrorangriff, wenn Bewaffnete zum Beispiel ein Hotel oder ein Theater stürmen und bei der Befreiung dieses Theaters über 100 Menschen ums Leben kommen. Dort heißt es Widerstandskämpfer. Leute, die in der Ostukraine kämpfen, heißen für uns Terroristen. Ja, das war der Name. Richtig. Also nochmals, Russland ist ein riesiges Land mit riesigen Problemen. Aber in den 90er Jahren war es wirklich in einem weitaus noch schlimmeren Zustand. Auch die Kriminalität natürlich. Ja, und dann das Thema Ukraine, natürlich das Thema, das uns alle beschäftigt und wahrscheinlich die meisten von uns überhaupt dazu gebracht hat, sich überhaupt vielleicht mehr mit Politik auseinanderzusetzen. Es kam uns, glaube ich, komisch vor. Im November 2013 begann es dort mit Protesten. Wir haben das anfangs vielleicht auch ganz gut gefunden, aber ich fand das auch jetzt im ersten Moment nicht schlecht. Janukowitsch war sicher ein korrupter Regierungsvertreter, wobei ich das auch nicht weiß. Er ist weder verurteilt noch angeklagt worden, aber dass es nicht alles mit rechten Dingen zugeht, glaube ich ihm gern. Denn in welchem Land ist das schon so? Fakt ist aber, dass es im Februar, nachdem es mehrere heftige Übergriffe gab, auch von Seiten der Demonstranten, eine Einigung gab, bei der mehrere ausländische Vertreter teilgenommen haben, zum Beispiel auch Steinmeier. Das war, glaube ich, am 21. Februar 2014. Kurze Zeit danach gab es über 100 Tote auf den Maidan durch Unbekannte. Bis heute ist das nicht aufgeklärt. Und bis heute hat sich auch keiner die Mühe gemacht, das Ganze aufzuklären. Passiert ist danach das, dass das Parlament gestürmt wurde, Oppositionspolitiker zusammengeschlagen wurden, verprügelt wurden, in Mülltonnen gesteckt. Und zwar durch rechtsradikale Kräfte des rechten Sektors und Mitglieder der Partei Svoboda. Das alles hat uns nicht mehr gestört und die Vereinbarung, die am 21. Februar getroffen wurde, war uns plötzlich vollkommen egal. Vollkommen egal. Janukowitsch ist offenbar aus dem Land getürmt, so richtig weiß das keiner, wahrscheinlich nach Russland. Und was drohte dann? Danach drohte eine Regierung, die stark mit faschistischen Elementen durchsetzt war. Und dass unsere Medien das versuchen zu verschleiern, ist natürlich ein Wahnsinn. Ja, wenn man sich heute zum Beispiel die Bataillone des Ostens anschaut, wie Azov, die mit Runenzeichen kämpfen, hier die SS-Panzerdivision, das Reich trug, das ist offensichtlich. Die Massaker in Odessa und Mariupol, die vom rechten Sektor begangen wurden im Mai 2014, das war offensichtlich. Das zweifelt auch keiner an, man spricht einfach nur nicht darüber. Eine Regierung, die mit diesen Leuten durchsetzt war, in der zwei Regierungen regierten und eine Reihe von parteilosen Ministern in einem Kabinett. Eine Richtung, die Partei Vaterland, geführt von Julia Timoschenko, die andere der Partei Svoboda, geführt von Oleg Tjanipok, einem Hardcore-Faschisten, gegen den wirklich auch die deutsche NPD wirklich nichts anderes als Ameisenscheiße ist, drohte letzten Endes, einen Hafen in die Hand zu bekommen, in dem sich Atom-U-Boote befinden. Das wurde so nie kommuniziert, aber das war Fakt. Dieser Hafen, Sevastopol, ist seit 1783 immer der Stützpunkt der Schwarzmeerflotte gewesen und bis zur Eingliederung von Königsberg bzw. Kaliningrad nach dem Zweiten Weltkrieg war es der einzige ganzjährlich eisfreie Hafen, den Russland hatte. Warum gab es eigentlich den Maidan? Vielleicht noch jemand das Thema Assoziierungsabkommen im Kopf? Dort gab es zwei Punkte, die wirklich absolut indiskutabel waren. Der eine Punkt war, dass durch die Unterzeichnung dieses Assoziierungsabkommens die Ukraine eindeutig sich hätte auf die Seite der EU stellen sollen. Ein Land, das wirtschaftlich extrem stark mit Russland verflochten ist. Und das zweite war, und es war Artikel 8, dass natürlich auch eine nahe und enge militärische Zusammenarbeit mit der NATO hätte stattfinden sollen. Das heißt im anderen Umkehrschluss nichts anderes als eine Stationierung von NATO-Truppen und Einheiten und vielleicht auch Raketen an die russische Grenze. Dass das für die Russen nicht unbedingt lustig war und leicht zu akzeptieren, muss nachvollziehbar sein. Und im März kam es dann zur sogenannten Annexion der Krim.
Wenn man sich die ganze Geschichte der Krim anschaut, also auch die Vorgeschichte 1783, dann bis 1956, als sie von Nikita Chruschtschow, einem Ukrainer, im Rahmen der Sowjetunion, was natürlich damals kaum jemanden auffiel, von der russischen Sowjetrepublik zur ukrainischen transferiert wurde, geschah das in der Regel aus rein administrativen Gründen, aber nicht dadurch, dass sich der Staat ändert. Als die Sowjetunion auseinandergefallen ist 1991, hatte die Sowjetunion so gut wie gar nichts zu melden. Die Verträge, die damals abgeschlossen wurden, entsprachen in etwa den Verträgen vom Versailler Vertrag 1919. Also das war in einer Zeit der totalen Umstürze. Ihr erinnert euch vielleicht noch auf die Beschießung des russischen Parlaments in Moskau und so weiter. Also das war eine absolute Chaoszeit. Nach wie vor lebten aber trotzdem absolut überwiegend Russen auf der Krim. Und die Krim hat man sich aber damals schon doch gesichert, zumindest für Abkommen, in denen die russische Föderation 97 Millionen Dollar pro Jahr an die Ukraine bezahlt hat als Pacht. Und zusätzlich der Ukraine das Gas für ein Drittel weniger verkauft hat, was für die Ukraine überlebenswichtig war. Und nun drohte der Verlust dieses Hafens. Und es kam eine schnelle Aktion, die man nachträglich gerechtfertigt hat, auch eben durch dieses Referendum. Ja, und jetzt kann man sich darüber streiten, völkerrechtswidrig oder nicht. Natürlich werden die Massenmedien sofort schreien, ja natürlich war das völkerrechtswidrig, aber so ganz eindeutig ist das nicht. Denn das Referendum war eindeutig. Es gab 140 OSZE-Beobachter dort. Naja, und natürlich waren die OSZE-Beobachter nicht dorthin geschickt worden, um zu sagen, es war alles fair. Aber kein einziger kehrte zurück und sagte, es wäre nicht fair gewesen. Alle sagten, es war in Ordnung. Es war im Rahmen des Legalen. Und dass dort zum Beispiel die Urnen aus Glas waren, ist dort Tradition und hat nichts mit undemokratisch zu tun, sondern damit, dass man Wahlfälschung damit vermeiden kann, dass die Urne nicht zum Beispiel, bevor überhaupt der erste Zettel reinfällt, bereits gefüllt sind mit einem bestimmten Ergebnis. Ja? Also das sind alles Dinge, die man dort ausgelegt hat, die aber nicht der Wahrheit einfach entsprachen. Also, einmal, es war in erster Linie, wenn man ganz korrekt nach Völkerrecht geht, und Völkerrecht setzt sich aus zwei Komponenten zusammen, das eine ist die UN-Charta, dann gibt es eine zweite Komponente, das sind internationale Abkommen, zum Beispiel wie die Genfer Konvention oder das Haager Landkriegsabkommen, aber natürlich auch Fallentscheidungen von internationalen Gerichtshöfen, wie zum Beispiel Den Haag, die aktuell gelten, also ähnlich wie ein Landesrecht. Und die UN-Charta Artikel 1 Absatz 4 sieht nicht vor eine Souveränität von Staaten oder Nationen, sondern von Völkern. Und wenn ein Volk unzufrieden ist mit dem Staat, in dem er lebt, hat es die Möglichkeit, einen eigenen Weg zu gehen. Es steht allerdings nicht ausdrücklich drin, dass es eine Sezession betreiben darf. Aber das änderte sich im Jahre 2010. Denn im Jahre 2008 erklärte der Kosovo, im Übrigen ohne Volksabstimmung, seine Sezession von der Bundesrepublik Jugoslawien. Die Bundesrepublik Jugoslawien, also das heutige Serbien, hat damals eine Klage eingereicht in Den Haag. Und nach 2,5 Jahren, im Oktober 2010, kam das Urteil. Die Sezession widerspricht nicht dem Völkerrecht. Also frage ich mich, wo ist die Sezession der Krim ein Bruch des Völkerrechts? Worin besteht der Unterschied? Außer, dass es hier sogar zusätzlich das Volk gefragt wurde, was in Kosovo nicht geschah. Also das ist ein Thema, das sollte man mal diskutieren. Ich würde auch gerne dorthin fahren, vielleicht gelingt es mir in naher Zukunft. Und einfach wirklich mit den Leuten reden und fragen, wie fühlt ihr euch jetzt so? Ist es besser oder schlechter oder würdet ihr doch lieber zur Ukraine zurückkehren? Aber ich glaube, ich kenne die Antwort. Na gut, und dann ging es weiter. Im April sagte Pavlo Klimkin, der Außenminister der Ukraine, im Osten erheben sich 300 bezahlte Verbrecher. Die werden wir in einem Nachmittag hinweggefegt haben. Die werden von Russland bezahlt. Nun, die 300 Leute wehren sich mit Händen und Füßen, muss man sagen, und zwar bis zum heutigen Tag. Und so langsam kommen mir diese 300 vor wie die aus dem Film 300, die sich gegen eine 400.000 Mann starke Armee verteidigt haben. Und damals hat man wahrscheinlich die Freiheit Griechenlands verteidigt und heute die Freiheit Neurusslands. Also das war natürlich eine Lüge, denn in der Ostukraine, ebenso ähnlich wie auf der Krim, gibt es eine große russischstämmige Minderheit, Mehrheit dort, die eben nicht akzeptieren will, dass es Leute gibt in der Regierung der Ukraine, die nichts lieber täten, als das Gewehr in die Hand zu nehmen und in den Kopf zu schießen.
Und auch das muss man verstehen. Ich glaube, es ist Artikel 20 im deutschen Grundgesetz. In Österreich wird es sowas Ähnliches geben. Und das ist das Recht auf Widerstand, falls eine Regierung an die Macht kommt, die nicht legitimiert ist und die gewillt ist, das Staatsrecht und die staatsrechtliche Ordnung zu brechen. Es ist ein Recht der Menschen, sich zu verteidigen. Naja, und dann erinnern wir uns an die Maschine MH17 im Juli, was bis heute nichts klar ist, was eigentlich war. Aber natürlich, bis heute, jetzt sind mittlerweile die Medien verstummt, aber sofort war das Geschrei los, es wäre Putin gewesen. Also, es ist einfach eine Tragödie, was dort passiert. Und nun eben offenbar der geplante Angriff auf Donetsk, ich weiß nicht, da weiß der Tom vielleicht mehr. Aber es ist wirklich, wenn das wirklich passiert, dann haben wir ein trauriges Weihnachten. Es ist schwer, das dann wirklich zu genießen. Ja, begonnen hat übrigens dieser Aufstand ähnlich so, beziehungsweise auch diese Demonstration mit einer Organisation, die sehr viel in solche Geschichten verwickelt ist. Wer kennt das National Endowment for Democracy? Schon mal gehört? Ein paar? Ein paar? Ich möchte mal vorlesen, was darüber in Wikipedia steht. National Endowment for Democracy, NED, ist eine US-amerikanische Stiftung mit dem erklärten Ziel der weltweiten Förderung der Demokratie. Sie wurde 1983 vom US-Kongress in Washington D.C. gegründet und erhält von diesem für ihre Arbeit eine jährliche Finanzierung aus dem US-Bundeshaushalt. Ist doch super! Es gibt eine US-Stiftung, die weltweit Demokratie exportiert, wie zum Beispiel in Libyen oder in Syrien oder in den Irak oder jetzt in der Ukraine. Und ganz aktuell, was mein Heimatland betrifft, ich glaube, wir bekommen bald Besuch von der NED. Was sagst du, Tom? Miloš Zeman ist nicht mehr ganz beliebt. Er hat sich einige Fauxpas erlaubt, der tschechische Staatspräsident. Eines war, er hat gesagt, beim Treffen der NATO, beim NATO-Gipfel im September, dass eine russische Invasion in der Ostukraine absoluter Mumpitz ist, weil würde eine solche wirklich stattfinden, dann hätte die Ukraine keine Putschistenregierung mehr. Ja? Also eine solche existiert nicht und konnte auch nie bewiesen werden. Das war ein hartes Stück für einen Präsidenten, der ein NATO-Land anführt. Das nächste, was er gesagt hat, ist, Khodorkovsky ist ein Krimineller und es ist schade, dass nicht mehr Oligarchen im Knast gelandet sind. Außerdem sagte er, die Tschechische Republik wird ihre Handelsbeziehungen und ist bereit, ihre Handelsbeziehungen mit China weiter auszubauen. Denn die Menschenrechte in China zu hinterfragen, da sollte man bei anderen anfangen. Zu Hause. Ja, vor kurzem. Miloš Zeman spricht sich für eine eindeutige Aussöhnung mit Putin an und sagt, die Russen werden für immer unsere Nachbarn bleiben. Und es macht keinen Sinn, mit ihnen in Angst und in angespannten Zustand zu leben. Das wird auf Dauer kein friedliches und sicheres Europa bedeuten. Miloš Zeman, ja, das war alles in den letzten Wochen. Und der Höhepunkt, der Gipfel der Frechheit ist, das war vor einer Woche, und damit war der November der letzte Monat, die Tschechische Republik zog sich aus der Unterstützung des Programms TRANS zurück. TRANS. Das ist eine Organisation von George Soros, die von mehreren Staaten finanziert wird und die Umstürze in verschiedenen Ländern organisieren soll, wie zum Beispiel Weißrussland. Die Tschechische Republik wird sich daran nicht mehr beteiligen und zog sich aus diesem Programm zurück. Nun gibt es einen Menschen, der heißt Karl Gershman, ich kannte ihn vorher auch nicht. Dieser Karl Gershman ist ein nicht besonders demokratisch auf Lebenszeit ernannter Vorsitzender dieser NED, dieses National Endowment for Democracy. Und der erklärte, dass sich die Tschechische Republik stark von den demokratischen Wurzeln des Vorgängers von Miloš Zeman, Václav Havel, verabschiedet hat. Und man wirklich sich dieses Land mal genauer ansehen sollte. Ich fürchte, es wird dort bald verstärkte Aktivitäten von NED geben und ich hoffe, dass die Tschechen klug genug sind, diese zu unterbinden.